Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engladym im Himmelsturm zu einem neuen Part, Metopia, Part 40, wenn mich nicht alles täuscht. Ich brauche etwas zu futtern. Grab doch ein Loch, ja, hier im Himmelsturm. Nee, lieber nicht, da wird der dunkle Fürst noch viel wütender, als das eh schon ist. Obwohl, den muss ich anders muhahahahahn. Das ist der dunklere Fürst, Gronkh. So, hört man sich wieder. Nett, dass ihr mal vorbeischaut. Ihr habt einen weiten Weg auf euch genommen. Dann zeigt mal, was ihr drauf habt. Na ja, auf geht's. Ach süß, eines solltet ihr auch noch wissen. Ich habe ein oder zwei Freunde in den Turm gezaubert. Freut euch auf ein lustiges Wiedersehen. Und dann Stille. Los, brechen wir auf. Ja, bei dem Los, brechen wir auf, hat meine Stimme kurz versagt. Ja. Beste Sache für einen Partbeginn. Oh, Orochi. Okay. Orochi. Schön, dich kennenzulernen. Was machst du denn hier? Den Turm bewachen oder was? Orochi, ist du eine schlangenartige Drachenkreatur? Könnte ein japanischer Drache sein. Erinnert zumindest daran. Und wir haben ihn besiegt. So ein schwerer Gegner war er gar nicht. Puh! Wieso sagst du puh? Also das war doch wohl nicht der Rede wert, dieser Kampf. Weiter geht's. Ich leiste nur meinen besten Beitrag. Denkst du viel nach? Na, wo gehen wir hin? Wir finden eine was? Eine Pimonmon? Nein, eine Spielbanane. Ach ja, ich habe ein neues Outfit. Ich habe offscreen ein bisschen gelevelt, ein bisschen trainiert. Macht man mal so vor einem Himmelsturm. Wenn man vorhat, in einen großen Turm gegen einen dunkleren Fürsten aufzubrechen und gegen den zu kämpfen, dann ist es vielleicht nicht ganz schlecht, ein bisschen Offscreen-Training zu machen. Also, ja, verzeiht es mir, wenn ich ein bisschen gelevelt habe offscreen. War von meiner Sicht aus keine so blöde Idee. Vor der Betretung des Turms. Ich will vorne nicht angeben, okay? Warum die immer voreinander angeben wollen? Ich finde das eine äußerst schlechte Eigenschaft, angeben zu wollen. Angeben finde ich äußerst, ja, sehr unmoralisch und ja, wie eine Freundschaft dadurch steigern kann, ist mir auch unklar, aber was soll's. Haut rein, Sarah kocht, das ist sehr gut, das kann durchaus eine Beziehung steigern, auch wenn es scharfe Gewürze waren in der Pfanne. Naja, ich stehe ja sowieso auf scharfe Sachen. Mein liebe Schneepizza. Die kaufen wir ja manchmal. Oha. Zum Glück holt Sarah am meisten. Oh, das heilt aber nicht. Ich wollte gerade sagen, das heilt das Team immer. Ja, und das greift nur die Gegner an. Oha. Sarah ist fast besiegt. Rettet sie. Und dieser Kampf ist schon ein little bit. Ein kleines bisschen mehr anspruchsvoller als der vorige. Bitte geh nicht. Ach, Blacky, ihr macht die Sorgen um mich. Brauchst du ja doch keine Sorgen um mich zu machen, Blacky. So viel dazu. So, neues Level für Annelie. Ja, Teufelsshake 1 und Teufelsshake 2 stand da nicht, aber ich habe sie einfach mal nummeriert. Wieso denn auch nicht? So, da haben wir eine Schatztruhe. Öffnen wir sie. Hoffentlich keine Falle. Nein, nur ein Spielschein. Ja, ist fast schlechter als ein Spiel, eine Falle. Ein Gasthaus. Yay. Juhu. Finne ist wieder gesund. Was? Finne war krank? Donald ist wieder gesund. Muss wohl währenddessen passiert sein. Grrr, weg mit dem Schmutz. Laser macht sauber. Fantastische Arbeitsmoral. Naja, warum das eine Freundschaft ankurbelt, ist mir auch nicht ganz klar, aber bitte, wenn es hilft, angeben gelernt, angeben fügt, ja, müssen wir nicht vorlesen.
Oh, Greenies Dingens. Ihr seht da nochmal die ganzen Dingens im Schnelldurchlauf, die Freundschaftsdingens. Ich bin irgendwie mit fast jedem gut drauf. Ja. Mit Blakey und mit Merkel könnte man noch ein bisschen ausbauen. Weiter geht's. Wir wollen weiter hinauf. Hinauf in den Turm des dunkleren Fürsten. Und den dunkleren Fürsten bezwingen. Was haben wir hier? Lila Kristall A und Lila Kristall B und ein Kristall A und ein einfacher Kristall B. Na dann, wie wär's denn mit dieser Formel? Vielleicht bringt's das etwas. Ja, etwas bringt's auf jeden Fall. Okay, aber die sind etwas mehr effektiver, als ich gedacht habe. Etwas mehr, haben etwas mehr Aushaltungsvermögen. Können Attacken aushalten. Oh ja, die können ordentlich was ausstehen. Ich dachte, wir hätten die sofort besiegt. Mit einem Hieb. Da habe ich mich wohl geirrt. Zwei ist dran. Wie schmeckt euch das? Attacke. Zwei haben wir besiegt. Okay, die Kristalle halten noch ein bisschen aus. Die einfachen. Ja, einfache Leute sind manchmal die besseren Leute. Ja. Kann man sich einfach irren. Weil einfach, einfach, einfach ist. Ist einfach, einfach, einfach. Deshalb sind einfache Kristalle einfach, einfacher. Ja, bietet Hilfe an. Okay, den einen haben wir besiegt. Den brauchen wir nur noch den anderen. Den letzten. Besiegen wir auch den noch, bevor er nicht alle macht. Los, Annelie, zu zweit. Jo, wir haben es geschafft. Und da waren wir wieder siegreich. Neues Level für mich. Da freue ich mich doch immer wieder. Level für Zweggy. Neue Attacke erlernt. Schade. Nein, nicht. Okay, die kriegt Sarah die Bonus ERF. Eiskaltsalat. Haben wir uns da mal nicht den Gaumen erfrieren. Hui. Was mag jetzt noch kommen? Ein Hebel. Welchen betätigst du? Nehmen wir mal den linken. Eine Banane. Nein, nein, das Frühstück war echt lecker. Welches Frühstück? Ich habe euch noch nichts zu essen gegeben. Ihr hungert hier seit Tagen. Hehe. Heißt jetzt Drachi oder Drochi? Niederkristall A und B, okay. Dass die Niederkristalle heißen, weiß ich. Aber ob der Drochi oder Drachi heißt, ist mir nicht ganz klar. Das A ist hier ein bisschen, ja, vom O nicht so stark zu unterscheiden. Was, Blacky? Der Drochi hat hier einfach mal, oder der Drachi hat einfach mal meine Blacky besiegt. Weil meine Blacky. Ja. Ja, mein Teammitglied Blacky. Ja, komm, Leute. Kommt. Kommt schon. Nicht ja mir jedes Wort in der Zunge rumdrehen, auf der Zunge rumdrehen. Im Munde rumdrehen heißt das, glaube ich. Ja. Ja. Was soll's? Mampf, Mampf. Alle mampfen hier ordentlich was. Becky, du nicht? Na gut. Ich hau auf den Drachen ein. Komm, den kriegen wir doch gebacken. Und da haben wir ihn geröstet. Er steckt Ölnami. Und Sarah kocht etwas für Annelie. Das ist gut, immer sie als Heilerin im Team zu haben. Das ist doch spitzenklasse. Irgendwie Freunde. Irgendwie aber auch nicht. Oder was? Was jetzt? Geben gelernt. Und geben lernen ist immer gut. Aber erst muss man haben lernen. Dann kann man geben lernen. So ist das nun mal in der Entwicklung des Menschen. Ist roh. Und man muss auch erstmal siegen lernen, bevor man verlieren lernen kann. Genauso. Level für Sarah. Und man muss auch erstmal hochleveln lernen, bevor man runterleveln kann. Nee, so ist das nicht. Nacht. Man schläft. Nein, man befreundet sich erstmal. Angeben gelernt. Was? Auf diesem Level sind sie erst. Ja. Okay. So, Putin hat ein Geschenk gekauft. Für wen wohl? Für Blacky. Oha. Ich habe hier ein Geschenk für dich. Matschraschka gekauft. Nimm schon. Dankeschön. Das ist bitte keine Matschraschka dann, oder? Nein, ein präparierter Nashornkäfer. Bah, wieso schenkt ihr euch immer sowas? Und dann würde meine Freundschaft nicht aufhören, wenn mir Putin ein Nashornkäfer schenken würde. Ah, so ein russischer Nashornkäfer. Naja, wenn's hilft. Und weiter geht's.
So, Abmarsch, voran, voran, voran. Wir sind noch nicht mal auf der Hälfte des Turms. Aber hier kommt erstmal gleich irgendwas Zwischenmäßiges, weil ein rotes Ausrufzeichen blinkt auf der Karte. Ziggy hält eine HP-Banane. Und weiter geht's. Ich habe keine Lust. Was, worauf hast du keine Lust? Auf Kämpfe? Na. Oh, der dunkle Fürst, Julian. Die Person kommt mir irgendwie bekannt vor. Alles gut? Oh nein! Der dunkle Fürst? Oder was? Ah, Hilfe! Nicht im Ernst. Nicht im Ernst. Phantom von Julian. Zwischendurch jetzt mal gerade so eben ein Kampf gegen den dunklen Fürsten. Als Zwischenboss. Nee, ist klar. Mache ich auch mal so nebenbei. Kann man mal machen. Und ich setze natürlich Impuls ein. Ich setze natürlich nicht Impuls ein, sondern die fiese Formel. Kann man auch mal machen. Alter. Hier gibt's Ultrastreuer. Komm, schaffen wir doch. Alter, das kam überraschend. Das kam jetzt wirklich sehr überraschend. Aber wir schaffen's. Könnte eventuell etwas länger dauern und einige Versuche brauchen, aber da werden wir uns schon irgendwie durchkämpfen. Wir haben ihn schon mal besiegt. Dann werden wir es auch noch ein zweites Mal schaffen. Und den dunkleren Fürsten, den schaffen wir dann auch noch. Das ist ein gutes Training für den Kampf gegen den dunkleren Fürsten. Auswahl möglich, ja, ist klar. Ich helfe dir, ich auch. Zu viert. Schön den HP-Streuer der geschubst hier. Natürlich, jetzt haben wir keinen HP-Streuer mehr. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ja, das ist auf jeden Fall nicht gut. Wie ist das hier? Gesichtsschutz für Blackie. Ja, Streuer habe ich leider keine mehr für euch. Das ist schlecht, aber muss so sein. Okay. Ich spiele Banane für mich. Vielleicht heilt die mich wieder. Ja, die tut mich ein bisschen heilen. Aber nur ein bisschen. Oh, Blackie nimmt auch eine HP-Banane. Das ist gut. Doppelhieb auf den dunklen Fürst. Auf den Phantom von dunklen Fürst. Nein. Ich bin tot. Kann ich Sarah zufällig wieder beleben? Schön ein Schlaf. So, los. So, mich mal kurz in die Ruhezone, weil ich bin sehr geschwächt. Sarah hat es auch nötig. Schön ein Schlaf auf Blackie. Gut, dann brauchen wir sie nicht in die Ruhezone zu stecken. Und wird dadurch geheilt. Guten Morgen. Ja. Sarah ist wieder geheilt. Ich muss wieder in die Ruhezone, weil ich bin geschwächt. Ich habe doch auch so eine Heilungsattacke. Vielleicht sollte ich die mal ausprobieren. Gute Besserung. Ich war schon fast geheilt. Ist nicht gebraucht. Mega Feuer. Auf. Konzentration. Blackie, ein Albtraum. Ah, sie wurde von mir geschützt. Und das ist gut. So, jetzt sind einige... Es sind alle einigermaßen gut aufgeheilt. Wollte ich gerade sagen. Da wurden sie wieder geschadet vom dunklen Fürst. Okay, jetzt sind sie wieder geheilt. Sarah hat sie gerettet. Vielleicht werde ich irgendwann mal die Heilungsattacke einsetzen, wenn es mal wieder nötig ist. Warte, ein paar HP-Steuer, ein paar Ultrasteuer haben wir doch noch. Um genau zu sein. Konzentration! Schutzsteuer haben wir auch noch, aber ja, die bringen ja nicht wirklich viel, weil das nur einmal abwehrt. Vielleicht können wir sie benutzen, aber Impuls vielleicht, wir müssen ihn angreifen, wir müssen ihn besiegen. Los, Blackie, du hast den Ultrasteuer, greif an. Wir können es schaffen. Komm, er ist schon fast besiegt. Wir werden jetzt nicht aufgeben. Wir werden auch jetzt nicht in den finalen Phasen hier aufgeben. Sehr enge Freunde. Teilen gelernt. Noch teilen ist auch manchmal heilen. So, im Kämpfen sehr wohl. Okay, Sarah hat jetzt einen Albtraum. Das ist nicht so gut. Ja, da müssen wir wohl mit leben. Impuls. Juhu. Blackie greift in ihre Ultrafizierung ran. Das finde ich schön. Wenn sie noch ihre Ultrafizierung aufs nutzt. Oh, Sarah wurde weg, wach gerüttelt hier. Durch einen Ohr. Wer ist das? Hier, wer ist das? Ohrfeige, genau.
Noch einmal. Okay, die greift an. So wäre Zeit, die Heilungsattacke einzusetzen, aber was soll's? Megafeuer. Wir haben ihn fast besiegt. Kommt schon. Kommt, mein Team. Greift an. Er ist fast am Boden. Der dunkle Fürst. Saß. Game over. Nein. Ich muss gerade kurz weg. Ich habe nicht viel verpasst, hoffe ich. Und ganz kurz muss ich unterbrechen. Muss mal ganz schnell wegrennen. Nein, mein Team sieht sehr geschwächt aus. Und der dunkle Fürst ist besiegt. Villa Waldorf. Ja, da schreit sie zum Sieg. Habt Dank. Gerettet. Huha. Vielleicht ein sehr anstrengender Zwischenkampf. Auf jeden Fall. Ja, nice. Kann man mal machen als Zwischenkampf. Mein Gesicht ist wieder da. Entdunkelter Fürst Julian. Okay. Uff, das war schlimm. Du dich an mich. Ja, ziemlich gut. Der dunkle Fürst. Genau, aber das ist alles lang vorbei. Jetzt bin ich ein Normalo. Dein Sieg, das Ende des dunklen Fürsten, hat mich befreit. Vom dunklen Fluch. Der dunkle Fürst hat Schreckliches getan. Aber das konnte ich alles nicht beeinflussen. Bitte glaub mir das. Ja, ich glaub dir das. Das glaube ich dir wirklich. Sag mal, du wirst diesen neuen dunkleren Fürsten bekämpfen, stimmt's? Stimmt, genau. Ich mir lege viel an einer Art Wiedergutmachung. Würdest du meine Hilfe akzeptieren? Aber gerne doch. Den dunklen Fürst, den entdunkelten Fürst Julian will ich doch gerne in meinem Team haben. Danke, ich werde dich nicht enttäuschen. Wir schaffen das. Julian, der entdunkelte Fürst, hat sich dir angeschlossen. Für das Team ist. Wir halten zusammen. Bis zum nächsten Gasthaus. Aus. Über das nächste Gasthaus hinaus. Graben wir. Grab Anli. Jetzt. Sei einfach auf. Und da ist das nächste Gasthaus. Du hast 120 HP-Bananen gefuttert. Die Macht des Horst. Julian und Horst. Oder wie sieht's aus? Du, irgendwie Freunde. Rechen gelernt. Schön, dass auch die Freundschaft zwischen denen wächst. Weiter im Turm. Hey, du da, hör mir mal kurz zu. Ah, das ist doch wieder Richard, der Crisweek. Wer könnte mal weiter spielen? Ich bin's, der einzig wahre Crisweek, Richard Castle. Erkennst du unser rätselhaftes Mi auf einen Blick? Dann spielen wir doch mal eine Runde Vorhang auf. Oh ja, los geht's. Lass uns gleich anfangen. Vorhang auf. Jo, spielen wir eine Runde Vorhang auf. Es gibt 3 Fragen. Fangen wir an. Frage Nummer 1. Das war doch ganz klar Tumblr. Richtig. Das war den Tumblr-Fee. Gut gemacht. Frage Nummer 2. Das war sie schon wieder. Was gibt's doch gar nicht. Kommt sie jetzt noch ein drittes Mal. Gut gemacht. Was war daran gut gemacht? In der Tat, sie kommt noch mal. Was gibt's? Geht doch gar nicht. Was für ein Quiz. Na. Naja, starke Leistung auf keinen Fall. Aber hallo. Du hast mich glatt geschlagen. 5 MP-Bonbons, okay. Hatten wir das schon mal? Man sieht sich. Naja, mal sehen. Und da geht's weiter im Turm und weiter in der Story. Jetzt haben wir den dunklen Fürsten, den entdunkelten Fürsten mit dabei. Huch! Oh nein! Verflixt! Das Team wurde getrennt. Wo sind denn die anderen hin? Es hilft nichts, wir sollten einfach weitergehen. Ja, war ja zu erwarten, dass das im Turm des dunklen Fürsten auch passiert. Das geschah bereits in der Burg des dunklen Fürsten. Muss ja dann auch hier passieren. Ich will in das Zimmer von Anneli gehen. Es gibt's zu melden. Greeny hat ein Geschenk gekauft. Ein Willkommensgeschenk oder was? Ich habe hier ein Geschenk für dich. Nimm schon.
Andi erhält ein Geschenk von Guini. Oh, das ist aber nett. Eine Glasperle. Okay. Woher wusstest du, dass ich mir das wünsche? Okay, ja, von mir aus. Wenn du eine Glasperle haben möchtest, wenn das dein Wunsch ist. Ja, mein Wunsch wäre es jetzt nicht unbedingt, aber was so ist. Oh nein, Zweggy hat's gesehen. Und Zweggy mag Andi und hat's gesehen. Zweggy ist eifersüchtig auf Greeny. Ach, immer diese Eifersucht. Das gibt es doch gar nicht, Mann. Na dann mit dem geteilten Team hier mal weiter. Abmarsch, die Frisur von Merkel ist gut. Also von Merkel ist gut, okay. Merkel und Putin, Politikergespräch. Es kann so viel passieren, man sollte vorbereitet sein. Mal ein Beispiel, Putin. Es könnte ja sein, dass du ein Monster bist. Insofern, ich wäre auch jetzt kampfbereit. Wusste gar nicht, dass mein Outfit so beängstigend ist. Oh, so ein goldenes Prinzessinnengewand. Das kann schon mal beängstigend wirken. UFO A und UFO B. Naja, kann auch mal passieren, dass ein UFO herabgeschickt kommt. Soll vorkommen, dass man gegen UFOs kämpfen muss. Ich kämpfe auch manchmal gegen Autos. Und gegen Fahrzeuge einfach kämpfen. Okay, ist mir neu, aber was soll's. Level 11, Freunde. Okay, der dunkle Fürst greift auch an. Oha, der hat keine Waffe. Na, dann ist er aber eine herrliche Hilfe. Na toll. Ich habe den mitgenommen. Kannst du dir meine Waffe besorgen, dunkler Fürst Julian? Ins Dunkel, Fürst, Entschuldigung, ich muss mir das erstmal angewöhnen. Du warst so lange ein dunkler Fürst, dass ich mir das angewöhnt habe. Level up für Putin. Bonus ERF für Putin. Nee, nur für Merkel. Diesmal für Merkel. Level 13 für Merkel. Die ist wieder unterlevelt. Wieder so ein Gummi hier. Bah, sowas kann man essen. Okay, hier haben wir eine Schatztruhe. Öffnen wir sie. Da haben wir Knochenkeks drin und Knochenkeks. 2 Sterne. Okay, dann lassen wir uns mal offscreen schmecken. Das mache ich ganz gerne offscreen. Das mache ich außerhalb des Parts. Nein. Was ist los mit Merkel? Huch, wer hat das Licht ausgemacht? Wo sind denn alle hin? Allein auf dunkler Flur. Das hatten wir doch schon mal. Nach rechts. Oha, gegen mich gestoßen. Aua, das war das Schienbein. Ah, pass doch auf, wo du hinläufst. Sorry. Das tat weh. Na denn. Puhu, weiter geht's. Ich habe keine Lust auf starke Monster. Und genau die kommen jetzt. Banshee ist schon wieder. Ein Brillen-Banshee. Okay. Okay. Alles klar. Brillen-Banshee ist dran. Sie greifen an. Putin ist aber auch dran. Okay, bringt jemanden zu tanzen, aber niemand tanzt. Niemand zum Tanzen bringen. So rum, aber niemand tanzt. So, 2 Banshees noch übrig. Sind etwas stärker als die Pompoms. Na gut. Zieht MP ab. Das finde ich weniger schön, aber gut, muss ich wohl mit leben. Ist eh gleich besiegt, die Banshee. Schaffst das, Annelie? MP wieder ein bisschen aufgeheilt. Aufgeheilt, ja. Ich merke schon selber. Schlimme Angewohnheit. Zangenangriff, komm, die kriegen wir. Zack, da haben wir sie besiegt. Und der ins Dunkel zu Fürst, was macht der so? Steht nur daneben. Bringt nicht viel. So, Merkel muss ein bisschen Erfahrungspunkte kriegen, damit sie ansteigt im Level. Und ein Gasthaus. Ist das ein perfekter Zeitpunkt, um den Part zu beenden? Was meinst du, Putin? Will das Zimmer von Andi gehen? Das war keine Antwort auf meine Frage. Naja gut, eine Ebene können wir noch machen, eine Route können wir noch gehen. Ja, ein bisschen können wir noch. Ein klitzebisschen noch. Abmarsch! Lalalala, jetzt noch die Füße hochlegen. Ach, du warst doch gerade im Gasthaus, da willst du doch jetzt nicht noch schon wieder hier
Füße hochlehnen. Mann, dieser faule Zwerg hier. Das gibt's doch gar nicht hier. Immer die Füße hochlegen wollen und immer entspannen wollen. Nicht kämpfen wollen. Mensch. Mensch, Zwergi. Manchmal. Manchmal bist du aber auch etwas. Ja. Wie soll es ausdrücken? Ohne mich selbst zu beleidigen. Ja, nee, ist klar. Impuls auf die Banshee, die haben wir dann auch erledigt. Okay, das war nicht schwer. Und der Fluss, der ist da wieder am Rand mit dabei und schaut einfach schön zu. Greift manchmal mit einer Abzügen an. Der tut nicht viel zur Sache. Ich kann es noch immer nicht fassen, was, dass ich der dunkle Fürst war. Meine Taten, als der dunkle Fürst, lasten schwer auf meinem Herzen. Ich habe so viele Leute Leid zugefügt und lauter schreckliche Dinge getan. Du kannst dich also an alles erinnern? Ja, schrecklich. Doch ich hatte keine Kontrolle über meinen Körper. Ich konnte nur tatenlos zusehen, wie der dunkle Fürst dieses Land plagte. Das war sicher nicht leicht. Das stelle ich mir sehr, 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 sehr schrecklich vor. In der Haut dieses Monsters zu stecken und absolut gar nichts tun zu müssen. Um Leute zu quälen und... Ja, muss eine richtige Übelkeit sein, so etwas ertragen zu müssen. Würde ich nicht gern tun. So, fiese Formel. Kriegen wir die auch mal. Zangriff. Flammen. Das sind doch Flammendämons oder Feuerdämon. Das müssen sie sein, oder? Ich würde es lieber haben, wenn der dunkle Fürst auch seine Macht haben würde. Versteht ihr, was ich meine? Oha, 21, beste Freunde. Oha, das wird langsam knuffelig hier. Kuschelig wird es zwischen mir. Knuffig, wollte ich sagen. Ja, okay, das kriegen wir noch hin, oder? Haben wir bisher doch auch gut hingekriegt. Kriegen wir die jetzt auch noch besiegt? Komm, daran wird es doch jetzt nicht scheitern. Oh, Putin wärmt's ab. Danke, Majestät. Feuerdämon greift an. Okay. Geschützt von Putin. Das ist übrigens Vorspulmethode. Ja, das geht nicht sehr schnell. Ich drück zwar den Vorspulknopf, aber das geht mir noch ein bisschen zu langsam. Der Vorspulknopf funktioniert nicht mehr wirklich. Und meine Attacken funktionieren auch nicht mehr wirklich, weil MP alle. Teestunde, ja, wir setzen uns noch während des Kampfes mal ordentlich hin und genießen ein kleines Teechen. Genauso. Okay. Den Putin mal in die Ruhezone. Ich habe fast keine MP mehr. Aber was so ist, die anderen können ja noch eingreifen. Dann kann ich ja auch mal den normalen Angriff einsetzen. Angriff auf ihn hier, er hat noch die meisten KP. Und die meisten HP sind ja hier. Sorry. So, Merkel hat man die Ruhezone nötig. Da müssen wir sie mal reinsetzen. So, kommt schon. Wir können uns doch hier nicht dran aufhalten. Ich setze noch einmal Impuls ein. Einmal kann ich es noch. So, Putin hat's dazu gehauen und hat es besiegt. Danke, Majestät. Putin ist immer schön mit seinem Fächer hier, dass der uns rettet vor den Angriffen. Okay, Merkel bricht war mal wieder im Angriff. Und die ist wieder geheilt. Ich bin etwas nervös. Trotzdem angreifen. Ich mache einen Angriff. Meine Attacken sind weg. Aber trotz weniger MP haben wir es trotzdem geschafft. Putin! Naja... Level? Teufelsshake. Okay. Das ist ein Gasthaus. Ja. Na denn. Du hast 1200 Leute gerettet. Oh, so viele schon. Uha, die Macht des Hochst. Du, noch eine Freundschaftsdungs-Dings-Bums hier am Ende des Parts. Warnen gelernt. So, und dann...
würde ich mal sagen, wo die beiden jetzt hier schon so gut einläuten und mir die Wahl lassen zwischen weiterspielen und gut genug für genug für heute. Mich nach oben sollte euch dieser Part irgendwie gefallen haben. Däumchen nach unten sollte das nicht der Fall sein und sollte euch dieser Part missfallen haben. Dann möchte ich aber auch bitte in den Kommentaren wissen, wieso. Ja, ansonsten habt noch eine angenehme, festliche Zeit. Gehabt euch wohl und haut drinne.